So, und dann sind wir auch hier gleich wieder zurück. Lasst mich das alles kurz checken. Passt. Wunderbar. Das war ja schon mal eine ganz schön heftige Schlacht. Jetzt wird es nicht anders. Denn wir müssen auch hier noch kämpfen. Wie hieß denn das? War das Dunland? Ich glaube, es war ein Dunland. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube. Ich bin ein Believer. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Sehr gut. Ah, warte, 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 warte. Gibt es hier viele Bäume? Das muss ich immer checken. Hier gibt es ein paar, da ein paar, da ein paar. So viele sind das nicht. Hier ein paar. Also es gibt genug Orte, wo sich das lohnen könnte. Dann machen wir das mal. Ja, ein bisschen nah. Clanhütte. Ich weiß nicht, ob die Clanhütte so gut ist. Dunland Axtschleuderer, die sind sicher nicht schlecht, aber. Ich weiß nicht. Vor allem brauche ich sie nicht, wenn ich jetzt hier die Dunländer bauen kann. So, zuerst nehmen wir das ein. Beziehungsweise. Ja, nimm's ein, ist egal. Das solltest du schon durchhalten, Saruman. Sollte er durchhalten können. Ja. Ich probiere mal Varge aus. Bringt vielleicht was. So. Und dann schauen wir mal. Bisschen was ausbilden. Botzk, tschüss. So, der levelt jetzt ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich viele Sägewerke hier bauen sollte. Aber das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ich weiß es jetzt noch nicht. Mal schauen. Doch, ich baue jetzt hier ein Sägewerk. Komm. Eins können wir hinbauen. U ist natürlich ein sehr bescheidener Platz. Wobei ich immer darauf achte, ist, dass keine Bäume umgeworfen werden, wenn ich sowas baue. Weil die sind dann, soweit ich weiß, verloren. Können nicht mehr abgeholzt werden. Und dann bringen sie mir nichts mehr, ne? Als Uruk-hai, Mordor, Orks, etc. So, Wagreiter, die müssten ziemlich mächtig sein. Auch mit dem Rumgeheule. Das macht nichts. So. Die Wagreiter benutze ich, um anderes. Ja, jetzt habe ich das Ding eingenommen und benutze das nicht. Siehst du? Das sind wieder immer diese Fehler. Ja, der macht halt gar keinen Schaden, der Gute. Wundert aber nicht. Ist er ja erst Stufe 1. So, ein paar Bogenschützen. Die können mir hier nicht das Wasser reichen. Da unten hat es doch auch irgendwo Varge, oder? Ja, wusste ich's doch. So, der macht das mit seinen Keulen. Der macht das, die töten das. Und tschüss. Ah, da ist ein Haldir gestorben. Sehr schön. Ich glaube zumindest, dass es Haldir war. Müsste Haldir gewesen sein. Also die Orks waren derzeit, muss ich sagen, eine schlimmere Herausforderung. Also schlimmer im Sinne von, es war eine Herausforderung. Die Elben scheinen einen ziemlich langsamen Start zu haben. Verglichen. Ihr und du sollst da angreifen. Du dahin, du dahin. Das haben wir eingenommen. Ihr rennt weiter.
ihr dorthin. So. Passt, passt. Das ist egal, das ist Kanonenfutter. Wagreiter. Ja, das passt schon. So, gleich kommt der nächste Held. Ein paar Sekunden noch. Der kann sich nur unsichtbar machen. Mehr kann er gerade nicht. Ist aber nicht so schlimm. Das ist schon ganz okay. Der hat die Hobbitze. Oh ja, die Hobbits. Die sind ein Problem. Das muss ich unterbinden. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich irgendwo Schwachsinn gebaut. Na egal. So. Komm schon. Noch ein bisschen Wumms. Oh, das gab gut. Gute Erfahrung. Die Waage sind halt unglaublich nützlich, ne? Da, die dürft ihr nie unterschätzen, die Waagreiter. Fairies. Oh, Tom Bombadil! Oh, oh, oh. So. Oh, der haut aber gut rein. Flieg mal. Tom, alte Bomber, hui! Nein, 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 nein. Ganz falsch. Gut, wenn der Saruman jetzt stirbt, ist es halt so. Spielt ja nicht wirklich eine Rolle. Was macht ihr denn? Oh Mann. Oh, das war lustig. Vergiftende Worte, ja, das ist halt auch nichts Gescheites. Ich mag dieses Geheule. Es hat was. So, da brennt's immer noch. Die Waage müssen da mal weg. Nein, ihr sollt's da nicht... Wie sie immer Suizid begehen wollen, die Waage. Oder alle Reiter generell, immer in die Lanzenträger, aber ist ja egal. Gewonnen, wee! Yay! Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war ja... Das war gut. Das war gut. Okay. Noch darf ich ja übers Minus hinausschießen. Also ins Minus gehen, meine ich. Puh. Puh, puh, puh. Alles in Ordnung. Alles bestens. Aber... Folglich kann ich nur noch Schmelzöfen bauen. Aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich... Wie viel braucht denn so eine Balliste? Ja, die nehmen wir mit. Die Armbrustschützen nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Geht schon wieder nicht.
Ist da wirklich schon so voll? Na komm, einer muss doch noch gehen. Also. Ansonsten, die haben 60, 60. Okay. Der geht zurück, der geht zurück. Die werden nämlich jetzt ausgebildet. Und hier ähnlich. Ähnlich. Wir nehmen Armbrustschützen, Lanzenträger, Wargreiter. Der Rest kommt da rein. Dann holen wir uns definitiv Helms Klamm. Vielleicht sollte ich erstmal warten. Ja, der Saruman bleibt und verteidigt. Hm, verpasste Chance, aber was willst du machen? Gut, die Schlacht kann ich noch machen. Ich glaube, in Rohan ist es. Ja. Rohan und dann passt die Sache. Das Problem ist, wir sind halt wirklich in der Mitte von Mittelerde. Was durchaus zu Problemen führen kann. Wird er das? Na dann. So, erstmal müssen wir den Gegner ja finden, ne? Das ist erst. Und ich kann schon hier wieder so. Bum, 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 bum. Mal sehen, ob die Menschen hier Rohan verteidigen können. Ich glaube es ja eher nicht, aber wir werden es sehen. So. Passt. Der Höhlentroll ist tot. Das Ding wird zerstört. Das Ding wird eingenommen. Na, ja, der Krähenschwarm ist doch ein bisschen nützlicher. Kleine Festung bauen. So, Lutz kriegt die ganze Erfahrung. Gute Erfahrung. So. Ja, irgendwer greift euch wohl an. Aber das macht nichts. Da gibt's euch. Boom! Tschüss! Ja, auf die Kaserne ist der Schaden nicht so hoch, ne? Also, ich weiß nicht, wie gut Ballisten sind. Katapulte scheinen stärker zu sein. Vom Schaden her. Die Ballisten geht's. Und man kann sie auch nicht upgraden. Gut, dafür haben wir halt als. Dafür haben wir als Urukai. Den Vorteil, Dings, die Bomben sind natürlich nicht ganz einfach zu benutzen, aber theoretisch haben wir als Vorteil die Bomben. Und ja, macht es mal. Tschüss. RIP Theoden. So, Festung wird gebaut. Und gewonnen. Fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Okay, ja, das lief ja bisher gar nicht mal so schlecht. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.